Au, aber die dürften eh überall stehen, die Bullen. Vor allem wie, holy shit. War klar, dass ich an dieser kleinen Kante hängen bleibe. Oh shit, wir sterben so sehr. Boah, wie viele Bullen es sind. Ja, jetzt macht er mich selbst mit meiner Aussage fertig. Danke dafür. So, links oder rechts? Ah, links. So, und jetzt ab über die Hügel. Riskant, aber was soll's. Guck mal, sie kriegen mich hier oben vielleicht nicht. Hier kann mich jetzt nur noch ein Heli kriegen. Alter, wenn ich Glück habe, war der Jump perfekt. Wenn jetzt hier kein Heli kommt, dann packe ich das. Jetzt muss ich hier, glaube ich, 2 Minuten verharren oder so. Hey, we ain't getting caught. Not now, homie. Chill, guck mal da oben. Da stehen 2. Machen irgendwelche Panoramabilder von der City. Und wir werden als absolute Schwerverbrecher hier gesucht. Da hinten sind die Bullen, die checken aber nicht. Ja gut, die kommen in die Richtung, aber die checken trotzdem nicht, dass wir hier sind. So, wenn mich jetzt kein Puma mir in die Windschutzscheibe fliegt, dann passt das schon. Sie checken schon, dass ich in die Richtung geflohen bin, aber sie checken, sie können hier nicht hochfahren. Geil. Ich müsste es eigentlich packen damit. Ich kann auch noch weiterfahren. Immer mehr den Berg hoch, das ist natürlich perfekt. Also perfekt, da hätte es gar nicht gehen können. You got this, right? We cool. Hier kommen die nie hoch. Alter, wir sind hier 5 Sterne entflohen. Come on. Die Sache ist gelaufen. Das schaffen die nicht. Hahaha. Besser hingekriegt, als ich dachte. Weg. We're clear. I'll check on the goal. Trevor? Lester? Come in. Mikey! Mike, how you doing? T, I think we're in the clear. You doing all right? We got company. Looks like Merryweather. Ah, shit. Okay, ja. Kommt ihr dann mal wieder runter. Muss ich mich nicht drum kümmern. Ab zu Trevor. So, Merryweather ist auch endlich da. Na, das wird... War klar, dass es nicht so einfach wird. Na, weit seid ihr aber nicht gekommen. Da bin ich auch schon hingeflogen. So. Okay, Heli stabil halten. Oh, einen haben wir schon. Passt doch. They're not cruise missiles, I gotta be close. Ja. 201 Millionen Dollar haben wir gestohlen. Ja, perfekt, Lester. Na toll, müsst ihr jetzt hier durchfahren? Wirklich? Na also. Passt doch. So, jetzt raus aus dieser Gefahrenzone, bitte. Alter, haben wir es wirklich geschafft? Das ist ja der Hammer. So, da fliegt er. Da fährt der Zug natürlich. Ich bin ein bisschen Angst, dass ich in den anderen Heli reindüse. So, das erste Gold ist safe. Oh, 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 oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Boah, ist das schwer. Yes! Perfekt, Mann! Package 2 is down, we're good! Alle haben sich verbessert, keiner gestorben. Na, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte, Mann? Wir haben es geschafft. The Merryweather Channel is dead. They're not sending anyone else. We're out. Ist das geil. Job.
Na perfekt. Hey, look, man, I'm gonna get the car up out of here, all right? All right. Hey, you two, come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. All right, it's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash, but until then, I want you to keep it on the down low. No new cars, no vacations. No, nothing! Now, come on, Sugar! Oh, fuck me. Geil, Raubüberfall ausgefüllt. Geld 201 Millionen Dollar. Franklin kriegt 32 Millionen. Michael kriegt 32 Millionen. Trevor kriegt 32 Millionen. Lester kriegt 24 Millionen. Crewanteil sind 80 Millionen. Kopfschüsse 20 von 20. Like about. Missionszeit bis zum Kontrollpunkt war gut. Charging, was auch immer sie von mir wollen. Aber eigentlich das große Ding ganz gut ausgeführt, würde ich sagen. So, und jetzt sind wir frei von allem. Sind mit Franklin unterwegs, müssen das Auto jetzt noch wegbringen? Nö, aber wir haben hier auf jeden Fall ein neues Missionsziel. Nämlich zu Franklin. Kriegt er jetzt bestimmt noch einen Anruf oder so? 78%! War der letzte Speicherstand. Das große Ding hat auch bestimmt jetzt noch ein paar Prozentchen dazugegeben, oder? Wird sowieso... Jetzt muss man erstmal schauen, was machen wir denn als nächstes? Zu Franklins Haus fahren ist wahrscheinlich eh nicht dumm. Ich kann allzu viel hier eh nicht mehr machen. Hier hätte ich noch ein Race. Flugschule müsste ich rein theoretisch noch machen. Flugschule können wir uns eigentlich doch mal wieder angucken, oder? Das haben wir ewig nicht gemacht. Stuntflugzeug-Zeitrennen, wobei ich glaube, dass ich die nicht mal alle schaffen werde. Dafür habe ich mich einfach viel zu wenig mit beschäftigt. Hier ist noch ein Rennen. Die Rennen fahre ich auf jeden Fall noch fertig. Ja, was machen wir denn dann als nächstes? Eigentlich sind wir in der Nähe von diesem Rennen hier. Ja, dann werde ich das doch gleich mal in Angriff nehmen. Nach dem großen Ding erst mal ein bisschen chillen. Das ist auch ganz praktisch, dann können wir nämlich das Fluchtauto, weiß Gott wo, parken. Irgendwo in der Pampa. Das ist ganz praktisch, dann machen wir auf jeden Fall dieses Rennen jetzt noch. Und dann passt es auch erstmal wieder. Sehr geil. Das große Ding. Hat Spaß gemacht. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ach, guck mal, da steht schon Bulle. Aber der weiß wahrscheinlich nicht zu unserem Fahrzeug. Das passt dann auch soweit. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so reibungslos abläuft. Vor allem den 5 Sternen zu entkommen. Da habe ich echt gedacht, oh shit, das wird jetzt eine harte Nummer. Mindestens 10 Minuten Verfolgungsjagd oder so. Aber das habe ich ja überraschend stark hingekriegt. Freut mich sehr. Einfach auf den Berg hochfahren und schon sind die... Können die nichts mehr. Wäre jetzt natürlich ein Heli da gewesen, dann hätte ich die Arschkarte gehabt. Dann hätte ich ihn vielleicht abschießen können. Aber das weiß man natürlich auch nicht sicher, ob sie mich nicht vorher schon erschossen hätten. Aber so war das ja echt absolut optimal. Bin richtig begeistert. Das Geld haben wir jetzt aber noch nicht, nehme ich an, ne? Oder doch, gucke ich gleich mal auf den Kontostand. Ah, Ammunition hat nur das Kampfgewehr. Entschuldigung. Aber ich glaube, waffentechnisch brauchen wir erstmal nichts mehr. Wir sind ja voll ausgestattet. Gut, dass ich so sau viel Geld ausgegeben habe, weil wir haben garantiert mit Michael eine Menge Kugeln verbraten. Oh, hier muss ich hoch. So, ich bin mir im Übrigen auch nicht ganz zu 100% sicher, ob ich 100% machen werde. Das kommt nämlich ganz drauf an, was ich noch machen muss. Weil ich muss zugeben, dass ich so auf diese ganze Sammel-Action doch gar nicht so Lust habe.
Auch wenn man nur 25 von jedem sammeln muss. Irgendwie ist so die Lust da drauf. Ah, nicht so optimal, muss ich sagen. Mal gucken. Eventuell mache ich sowas ähnliches, wie ich bei Vice City gemacht habe mit dem Krankenwagen. Mache ich nebenbei einen Livestream. Weil einfach nur sammeln und nichts tun ist auch einfach fürs Let's Play nicht geeignet, wisst ihr? Weil es sind jetzt nur noch, jetzt muss ich gucken, was sind, es sind doch jetzt noch 4 Missionen oder so. Ne, Statistiken muss ich gucken. Ne, eine Mission nur noch. Oh, das große Finale ist tatsächlich das danach schon. Oh, da konnte ich jetzt gar nicht zu Franklin fahren, wenn es da schon weitergeht. Hobbys und Zeitvertreibe muss ich auch erstmal noch rausfinden, was ich da machen muss. Aber da ist wahrscheinlich... Vor allem, was ist eigentlich Verschiedenes? Ich muss das irgendwie erst noch rausfinden. Da muss ich mir mal im Internet angucken, was man da machen muss. Fremde und Freaks, ich weiß, dass ihr gesagt habt, ich muss mit Franklin einmal noch Tonya anrufen. Das werde ich auch noch machen. Gehört die Flugschule dann noch... Gehört die Flugschule zu Verschiedenes oder so? Eigentlich kann es ja nicht sein. Da kommen wir doch bestimmt hoch. Da können wir doch bestimmt ein bisschen abkürzen, oder? Bevor wir da jetzt ewig rumgurken. Kommt doch bestimmt schneller irgendwie hin. Das sind doch hier die Geländefahrer. Ja. Bevor ich da jetzt hier noch 2 Kilometer durch die Pampa fahre. Entschuldigung. Ja, mit dem Wagen werde ich auf jeden Fall nicht teilnehmen. Also ein Geländerennen. Ach geil, mit dem BF Injection. Na, da machen wir doch mal mit. Im Anzug, ist ja wohl völlig klar. Nach einem großen Raubüberfall muss man erstmal ein bisschen ruhiger kommen. Runterkommen, ruhiger werden. Und dann, yo, komm mit so einem Panzer hier. Sehr geil. Und los. So, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir das Rennen natürlich auch gleich noch so fix wie möglich abschließen können. Ah, erstmal schön. Oh, fuck. Kann ich gerade sagen, erstmal schön auf den ersten abgesetzt. Ich glaube, mit dem BF Injection fährst du hier bestimmt am geilsten. Oh, schönes Geländerennen, da stehe ich drauf. Boah, voll auf dem anderen, auf dem Dach drauf gelandet. Richtig nice. Und den, der hat es auch erstmal übelst erwischt. Der ist erstmal voll runter. Oh, 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 fuck, was mache ich denn? Oh, you shitting me, right? Ja, das war jetzt natürlich nix. Was machst du denn? Wie oft willst du noch respawnen? Oh, shit, man. Jetzt bin ich weit hinten. Da hätte ich etwas mehr bremsen sollen. Na gut, aber wir kennen es ja. Wir lagen schon oft als Sechster hinten. Wegen irgendeinem Fehler haben sie am Ende doch noch gewonnen. Also geben wir hier jetzt auch nicht auf. Boah, shit, Alter. Die Handbremse darfst du aber auch nicht betätigen. Da drehst du ja den Magen um. Ein bisschen risky. Wow, 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 wow. Also zu kontrollieren ist der Wagen eher so nicht. Scheiße, okay, es ist gar nicht so einfach. Es ist sogar eher schwer, muss ich sagen. Vor allem, ich fahre ja auch nie mit Geländewagen. Ich kenne die ja so gut wie gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die handeln soll. Ich weiß aber auf jeden Fall schon mal, also nicht mit der Handbremse. Bye now. Komm, ich komme ran. Die Frage ist halt, wie lange das Rennen geht. Nicht schon wieder runterfallen. Das sind immer diese Sprünge in der Luft, kann ich ja nicht bremsen. Verpiss dich, verpiss dich. Deine BF Injection, den zerquetsch mal in der Mitte. So, hier mal ganz kurz das andere Auto benutzen, um hier besser um die Kurve zu kommen. Das ist ja soweit so gut. Aber der erste ist ein gutes Stück hier vorne. Ich muss hier, glaube ich, vom Gas gehen, sonst falle ich hier wieder irgendwo runter. Ich könnte es packen. Ich könnte es packen. Wenn jetzt hier nicht die nächste Kurve das Ziel ist, dann packe ich das. Ah, zian, 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 zian. Jawohl, also immerhin schon. Jawohl, und davon ist das Ziel. Und ich habe es wieder geschafft, vom 6. auf den 1. zurückgearbeitet. Perfekt.